Wie ihr sehen werdet, da dieses Spiel hier in den 50ern spielt, in den Vereinigten Staaten, gibt es da größtenteils sowas wie Neonreklamen und solche Dinge halt noch zu sehen. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt einen Neonrahmen um euch da unten herum basteln. Ich glaube, das sieht ein bisschen blöd aus. Deswegen bin ich zugegebenermaßen so faul gewesen und habe einfach den Rahmen von Call of Juarez ein bisschen umgefärbt. Habt ihr nicht von mir gehört. Vielleicht finde ich bis nächstes Mal ja was. Dann muss ich nur dementsprechend... Upsala. Laut! Laut! Stimmt, wir müssen noch einen Lautstärke-Check gleich machen, fällt mir ein. Ah, wunderbar, mal wieder ein Spiel von Rockstar. Nächstes Spendenziel Gesangsunterricht. Och, Aaron. Gibt schlimmere Leute bei RTL als mich. Monsterlord, ich fand es anpassend, wenn ihr mich schon um den Filzhut gebeten habt, dass ich entsprechend für dieses Spiel hier versuche, mich wieder ein wenig rauszuputzen. Ich habe zwar kein Junpei-Kostüm, aber wenigstens habe ich noch einen Anzug im Schrank hängen, den ich zwar nicht zuknöpfen kann mehr, aber den ich wenigstens anlegen kann, ohne dass die Arme abplatzen. I don't want to set the world on fire. Ah, Neko hat Geschmack. Okay, die Lautstärke sieht soweit ganz gut aus. Wir spielen als heutiges Wunschspiel für den guten Zungenbrecher, Charon meine ich. Hallihallo Melli. Spielen wir L.A. Noir. So viele Fälle wahrscheinlich wie ich kann, weil ansonsten steigt mir der gute Charon aufs Dach dafür, dass ich zu faul bin. Ein Detektivspiel, wie gesagt, in den 1950ern von Los Angeles, wo wir uns um eine Mordreihe kümmern sollen. Ja, du hast recht, das Spiel ist nicht ganz in Ordnung. Eine Sekunde, da hat sich wohl die Auflösung etwas verstellt. Einen Moment. Sekunde. Moment. Transformare. An Bildschirm anpassen. Fast Spiel, wirklich, aber nur fast. Lass uns nochmal so versuchen. Nein, das ist es nicht, aber fast. Moment. Mein Bildschirmgröße strecken. Ja, so sieht das doch schon viel schöner aus. So. Wunderbärchen, weil ich habe das Ganze bei mir. Und Leafly schaut auch vorbei. Heilige Scheiße. Kaum fahren wir mit denen. Entschuldigt, diese Sprache, die ist nicht würdig, dieser Zeitspanne. Mein Gott, kaum sind wir wieder dabei bei den Wunschstreams, kaum schaut Leafly auch mal wieder vorbei. Nabend, lange nichts von dir gehört, freut mich. Wo war ich? Genau, wir sind ein Detective, der eine Reihe von Mordfällen in Los Angeles aufklären soll. Viel mehr weiß ich auch nicht, das ist die Beschreibung, die Wikipedia mir gegeben hat. Dementsprechend finden wir jetzt erstmal mehr heraus. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car, the symbol of freedom and vitality. Und Namen Jezebel. L.A. Noir. Oh. Every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. The American Dream. So ein tolles Spiel, Leafly hat schon Erfahrung, sehr schön. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. Ach, ich liebe dieses Setting. Mafia 1 ist auch eins meiner Lieblingsspiele. Ach ja. A city of pioneers. Ich entschuldige mich, falls die Lautstärke gerade noch nicht stimmt. Das müssen wir gleich erstmal alles klären. Da müsst ihr einen Moment noch Geduld haben. A city of dreamers. Hello, ladies. Ihr habt komische Gesichter. The Human Mind. Dr. Harlan Fontaine, glaube ich, stand da. Where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. Knob and darkness. A
city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Wir machen ein Trinkspiel draus, Leute. Wie oft kann der Sprecher sagen, the city? Okay, verdammt, das Intro ist gerade vorbei, als ich anfangen wollte zu trinken. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. Up on you know reflection. What you're fighting for, that you're on the same team. Tod im Spiegel. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling car, 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective in ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Hmm. Roger, 14 Adam en route. Ich darf schon fahren. Cool. Tatort suchen, neues Ziel. Streich die Flagge. Oh mein Gott. Here we go again. Okay, wie steuert sich dieses Spiel? Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Hier war es nochmal, wenn ich zu viel Scheiße baue, dann oh je, okay. Gibt's auch einen Tempomaten wie in Mafia? Ich will nicht zu schnell fahren. Ich glaube nicht, Raron, ich glaube nicht. Partner auf dem Weg zu fragen. Ich habe ja eine Flagge auf dem Radar. Tatort an der Gasse, 10.12 Uhr nachmittags. Floyd Rose, Homicide. You my backup? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put two in the Vic's head and then threw his piece. Need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurried up, Floyd. We I'm got places to be. Happy hunting. Oh ja, sehr gut. Unsere Vorgesetzten sind natürlich mal wieder sehr, sehr freundliche Herrschaften, wie man merkt. This is a fist hump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. Okay, die Lautstärke passt. Und Naben Yuna. Das ist sowas wie GTA trifft Professor Layton. Also Professor Layton ist ein interessanter Vergleich, Melly. Aber Detektivspiel dürfte wohl so ungefähr stimmen. So, lass mich mal ganz kurz was nachschauen. Okay, ich kann nur die Lautstärke einstellen. Das Intro war gerade eben Surround Sound, aber die Stimmen kommen gerade alle nur aus meiner Frontbox, weswegen ich das Echo gerade eben hatte. Das war ein bisschen irritierend. Okay, gut, ich tippe mal, die Einstellungen dürften erstmal so passen. Ich achte ein bisschen drauf nebenher. Solange ich keinen Blechschaden anrichte, darf ich fahren wie die Axt im Walde. Wir sind Polizisten, wir dürfen das. Das passt schon. Nun denn, okay, ich hoffe, die Steuerung wird nicht zu schlimm. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Oh je, ich habe eine Arschperspektive, Leute, beziehungsweise eine Nicht-Arschperspektive. Sehr gut. Gründlich, um Hinweise zu finden. Okay. Look at this junk. Ja, ich soll es mir anhören. Lautstärke Musik verringert sich, um zu signalisieren. Das geht zu schnell! Akustische Signale, Controller, Vibration habe ich nicht, um untersuchbare Gegenstände anzuzeigen. Hinweishilfe wird dich bei untersuchen. Kannst sie ausschalten für eine große Herausforderung. Ich hab's verstanden. Also Musik. Die Lautstärke der Musik. Sowas ähnliches hatte der gute Charon, glaube ich, auch erwähnt gehabt. Aber ich habe ihm ja nicht zugehört, deswegen frage ich mich, was er gesagt hatte. Und dann will ich es trotzdem nicht wissen. Okay. Okay, ich glaube, ich sollte doch auf Vollbildmodus umstellen, weil die Maus nämlich unten am Bildschirmrand bei den normalen Programmen dann doch auszubrechen scheint. Oder ich muss die Maus irgendwie fangen können. Cole, come take a look at this. Uiuiuiui. Objekt in der Nähe untersuchen kann, wird mit einem akustischen Signal auf ein Lupensymbol hingewiesen. Ja. Ich meine, ich stehe direkt vor dem Blut. Ich stehe in dem Blut. Ich sehe nicht das Lupensymbol. Es sei denn, es ist unten auf der Karte gemeint. Nein, sehe ich nicht. Sind die Hinweise an? Gameplay. Hinweismusik ist an. Hinweishilfe. Controller wieder zum Weisen auf Objekte hin. Visuell. Ein und visuell.
außer durch akustische Signal und Controller wird auch mit einem Lupensymbol. Dankeschön, das habe ich gesucht. Wir fangen erstmal mit der Lupe an, damit ich ein Gefühl dafür bekomme, was hier gemeint ist. Ich glaube, der Blutfleck ist relativ offensichtlich, aber man weiß ja nie. Wir können es später noch ausstellen. Kann ich die Kamera ein bisschen... Nein, nicht mal einstellen kann ich die Kamera. Ach du Jemine. Na gut, bleiben wir bei der Mausempfindlichkeit erstmal. Das wird lustig, Leute. Das Spiel ist ein bisschen schwammig, für meinen Geschmack. Warum ich nie mit Headset streame? Boxen können doch eigentlich immer nur Essen verursachen. Ey, das kann ich aber einstellen, je nachdem, wie laut der Input ist, der auf das Mikrofon trifft. Und Headset wird auf Dauer unbequem, weil ich kein gutes Headset habe. Das ist immer noch das gute alte Fatality Gaming Ding, was einen sehr guten Job macht für 35 Euro damals. Aber mehr auch nicht. Deswegen, wenn ich nach 5 Stunden Raiden dann da sitze und mir die Ohren dröhnen, weil sie so warm geworden sind, dann wisst ihr warum. Will nur dieses Lupensymbol sehen. Hm. Okay, dann machen wir erstmal weiter. Shooter put him up against the wall and blew his brains out. Hell of a way to go. Hm. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Hm. Ich kann mit der Maus schwenken. Und ich kann mit der rechten Maustaste beenden. Ich sehe jetzt gerade keine weiteren Hinweise. Es sei denn, ich will nach unten gucken, wo das Spiel mich nicht hinfahren lässt. Ich glaube, ich muss die Maus irgendwie fangen. Entschuldigt, dass ich immer wieder in die Optionen reingehe. Aber das mit der Maus... Ah, mir fehlen so ein bisschen die Optionen. Warte mal ganz kurz. Die Sache ist, ich kann den Vollbildmodus jetzt nicht einschalten. Einfach, weil das eine Option ist, die im Launcher eingestellt war. Na gut, ich gebe mir Mühe, das erstmal zu vertuschen. So. Notizbuch, Tabulator. Oh, Baby, hello. Das macht mich jetzt schon sympathisch. Strom ausstellen habe ich noch gelesen. Ich habe hier keinen Controller in der Hand, Charon. Das solltest du im Hinterkopf behalten haben eigentlich. Solange Musik spielt, habe ich noch nicht alles gefunden. Thymon, Stream, sagen die anderen offenbar, es läuft. Neben der Minimap zu sehen. Ah, deswegen habe ich es nicht bemerkt. Delo, Nabend, Hallihallöchen. Absolutes Lieblingsgame. Okidoki. Ja, ich werde mich so blöd anstellen, wie es nur geht, natürlich. Und mit der Maus darf ich Dinge auswählen. Ah, das ist ein Menü hier, was ich wählen kann. Okay, ich dachte gerade, ich kann die Hand frei bewegen. Personen. Scooter Payton, Mordverdächtiger Detective Floyd Rose. Ermittler der Mordkommission als erster am Tatort. Ah ja, okay. Richtige Personen werden nach Namen aufgelistet. Scooter Payton. Männliches Mordopfer, schwarz. Zwei Schüsse aus nächster Nähe, jawollo. Und der Mordverdächtige haben wir auch keine. Zeugenbeschreibung eines großen weißen Mannes. Okay, das grenzt das schon mal ein. Also wir können die weibliche Bevölkerung in dieser Stadt komplett ausschließen, würde ich sagen. Maus und Tastatur auch gut zurechtkommen. Ich hoffe es einfach mal, Delo. Ich bin nicht, also vor allem in Ego-Shooter-Spielen. Ach nee, damit könnte er mich jagen wahrscheinlich, wenn ich anfange mit dem Controller zu spielen. Sehr gut, also eins muss man festhalten für den Anfang. Unser Protagonist, unser Detective kann sehr gut zeichnen, wie man da unten links in der Ecke sehen kann. Also in all der Eile hier das noch zu schaffen, Respekt. Und Orte. Tatort in Gasse. Orte sind nach dem Zeitpunkt ihrer Entdeckung geordnet. Schauplatz einer Schießerei mit Verletzten. Ja, das sieht doch wunderschön aus da unten. 1517 Jesse Street. Und dann kann ich sogar als Ziel festlegen machen, wenn ich durch die Gegend fahren will. Interessant. Und an der Minimap zu sehen. Okay, na gut. Solange die Musik spielt, habe ich noch was zu tun. Ah, da war es gerade, glaube ich. Aber was wollte das Spiel mir genau sagen? Ah! Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Gutes Auge, Detective, gutes Auge. Ich hab's unten leicht ganz links gesehen, glaube ich, aufploppen sehen, diese Lupe. So, und meine Güte, ist das Booster. On the roof, right? So we need to find a way up. Beweg dich auf das Abflussrohr zu, um hochzuklettern. Danke. Oh, und der Charakter ist clever genug, das automatisch zu treffen. Leute, ist das Spiel von der Helligkeit her okay? Ich glaube eigentlich, hatte ich das schon hell genug eingestellt, aber, naja, ich glaube, ein Tickchen, so.
Genau, speichere das mal bitte. Wir wollen ja nicht komplett im Düstern euch tappen lassen. Ja, ich denke, das ist ein Tickchen besser so, oder? Mit Controller einfacher. Intuition kannst du dir einen Joker vorstellen. Letztens auch als VR-Edition rausgekommen. Ziemlich genial aus. Ja, ich habe die VR-Fälle auch auf Steam in dem Moment gesehen. Okay, ja, da war die Lupe. Ich habe es ganz kurz gesehen. Oh je, das mit der Maus wird witzig, Leute. Jop, hab was. Ein Detective, Colt Detective Revolver, würde ich sagen. Objekt manipulieren, interessanten Stellen suchen, sobald die Kamera leicht gezoomt ist. Smith & Wesson, Serial S71893. Das Problem ist, wenn ich die ganze Zeit am Labern bin, dann bekomme ich diese akustischen Hinweise nicht mit, von denen die ganze Zeit hier gesprochen wird. Two rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Okay. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Ich soll wieder mehr mit Notizbuch machen, offenbar. Intuition stand da unten gerade. Kann ich schon eigentlich speichern? Ist wahrscheinlich alles Autospeichern hier, diese einzelnen Sachen, aber ich will jetzt nicht meine Intuition aufbrauchen. Kann ich da drauf gehen und ich bekomme dann direkt den Hinweis, dass es aufgebraucht war? Weißt du das noch? Oder kann ich da erstmal gucken, dass mir da oben das Tutorial zumindest angezeigt wird? Hinweise. Smith & Wesson Revolver. Serie Nummer 2 Schuss abgegeben. Ja, das deckt sich ja mit den Schüssen in den Kopf. Okay, auf diese Lupe muss ich achten. We have the gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Okay. Wenn du keine Ahnung hast, aber trotzdem eine Entscheidung treffen musst. Okay, das klingt doch noch im Plan. Musik ist noch am Laufen, aber kann mir schon den Waffenladen als Ziel festlegen. Danke. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Nicht alle Objekte sind für mich geeignet und das wollte ich nicht wieder aufnehmen, verdammt nochmal. Ruhe, ich will gucken, ob unser Täter vielleicht Alkoholiker war. I don't think so. Okay. Das heißt, wir können in dem Spiel auch Quatsch aufnehmen, beziehungsweise Sachen, die nicht für mich relevant sind. Gut zu wissen, aber... Ja gut. Shut up! I'm doing work. I think. Okay, linke Maustaste kann ich auch nur benutzen, wenn relevante Sachen sind. Da liegt aber auch was auf dem Boden. No good to me. Nee. Irgendwelche random Flaschen aufzunehmen, wird uns wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Wahrscheinlich ist, wenn vorne noch irgendetwas, würde ich sagen. Oh je. Moment, ich muss mal ganz kurz mit der Maus an den oberen Rand des Bildschirms gehen. Mit einem akustischen Signal. Das akustische Signal habe ich gerade gehört, ist so ein Bing, glaube ich, gewesen, aber es war sauleise. Sauleise. Und immer geht uns wahrscheinlich mal die Taschenlampe aus. So lange, wie ich hier am Suchen bin. Jo, da wollte ich eigentlich nicht drüber schauen, aber gut. Oh je, Leute, ich muss das Vollbild anschmeißen nachher. Irgendwo, wenn wir mal einen. Ja, ich habe das im Notizbuch verstanden, liebes Spiel. Wenn du mir sagen willst, dass noch irgendwo ein Hinweis ist, dann muss ich den woanders finden. Was ist das? Pinsel? This isn't what we're looking for. Ihr merkt, Leute, ich werde sehr viel Zeit in diesem Spiel mit Quatsch verbringen, wahrscheinlich. Diese Treppe ist verdächtig. Ich gehe mir das mal ansehen, Kollege. Wake up, Cole.
spielt sich... Man merkt, dass das Ding hier von Rockstar ist, weil es spielt sich so, als würde man einen Charakter in GTA steuern. Das heißt, sehr schwammig. Sehr, sehr schwammig. Und teilweise auch sehr verzögert von der Steuerung her. Na gut, aber wenn ich jetzt gerade erstmal nichts finde, dann gehe ich erstmal weiter, bevor wir uns hier ewig lange nichts passiert. Geht hier auf der Bullenseite. Guter Vergleich, Nico. Ich sehe aber auch keine weiteren Sachen rumliegen. Wenn, wäre wahrscheinlich alles dort hinten gewesen. Und ich bin eben automatisch vom Dach runtergekrabbelt. Das war nicht ich. Von daher können wir wohl erstmal weitermachen. Andere Ende der Straße zu laufen. Nee, machen wir erstmal nicht. Gut. Wo ist die Sirene, wenn man sie braucht? Ah, ha, ist die Sirene. Sehr gut. Aber gut, ich bin jetzt gerade nicht im Notfall. Von daher will ich schon so fair wie möglich fahren, ohne alle Leute anzurammen. Handbremse ist Leertaste, glaube ich? Ja, Leertaste ist Handbremse. Okay. Falls wir nachher mal sliden müssen, Weg zu fragen. Go straight over the intersection. Krieg ich hin. Oh Mann. Leute, das könnte witzig werden. Es ist immer wieder eine interessante Herausforderung, sich in ein neues GTA in Anführungszeichen einzuarbeiten. Vor allem, wenn man so ein Spezi in Orientierung ist wie ich, Sonntagsfahrer. Republican Space Rangers, shoot first, ask questions later. Wie war das nochmal in Wild Wild West? Erst schießen, dann weiter schießen, dann noch ein bisschen schießen und am Ende noch gucken, ob vielleicht ein, zwei Leute am Leben sind, denen man ein paar Fragen stellen könnte. Nicht vergessen, ich habe immer Vorfahrt. Okay. Luna hat natürlich vollkommen recht. Hey! Das war definitiv nicht meine Schuld. Ich soll noch Zeitungen Ausschau halten, die geben sehr viel Hintergrundinformationen. Gut, ich werde es nicht übertreiben, aber ich werde ab und zu mal drauf schauen. Waffenladen, 10.35 Uhr. Ich weiß nicht, wie lange wir wirklich gebraucht haben, wahrscheinlich länger. Hello, Sir. Ach du schöne Welt. Juna hat sich Geld geleistet und ist nun auch Abonnent. Danke dir, Juna. Wie komme ich zu der Ehre? Beziehungsweise war dein Geburtstag? ja, lässt du mich rein? Danke. Also nach vorne drücken. Officer Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson. Model 27, registered Magnum. Chambered for 357. Nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special. Ja. Und Delo wird noch voller gleich hinterher. Danke dafür auch, Delo. My guess. This is about something bad, right? Nein, nein. Bei Waffen geht es nie um irgendwas Schlimmes. Ich versuche mich nur gerade noch mehr neben auf die Story zu konzentrieren. Deswegen entschuldigt, wenn ich gerade nicht vom Stuhl aufspringe. Vor allem, weil die Klamotten dann wahrscheinlich reißen würden. Gehwege sind deine persönlichen Fahrwege. Ja, genau, Nico, das kenne ich ja. Warum habe ich mich plötzlich in ein Auto verwandelt? Thymon? Magie, glaube ich. Juna hat sich Amazon Prime geleistet. Oho. Ja, ich versuche erstmal Dinge zu schaffen. Sagen wir es mal so. Okay, das ist ein Buch. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Adresse, Item. Smith and Wesson? Steht auf dem Nickel Check? Moment. Name, Adresse, bla bla bla. Butt Grip. Perlmutt Grip müsste es dann ja gewesen sein, ne? Square Butt Walnut Grip. Eckiger Walnussgriff. Kannst du bitte nochmal wiederholen, Kollege? Moment, was ist das? Elfenbein. Gemasterter Armeegriff. Round Service. Mein Problem ist gerade, ich kann mich nicht super gut gerade auf euch und das hier konzentrieren, merke ich gerade. Perlmuttgriff, da haben wir es doch.
27:10 Lauf. Polines Nickel, das könnte es doch sein, oder? We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street, ordered the gun in February 46. Der Kerl ist Schröder, der muss es sein. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Warum habe ich das Gefühl, er lügt? Er ist mein erster Verdächtiger. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. No. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Din. Nutze den Notizbuch, um nächstens hier anzuzeigen. Schrödingers Apartment. Schrödinger vor allem. Genau. Natürlich darf ich jetzt fahren, weil... Obwohl, ich glaube, es ist am Anfang des Spiels. Ich glaube, da habe ich noch keine große Wahl. Karte über das Pausemenü auf. Das Pausemenü ist nicht mein Notizblock. Und es ist, glaube ich, nicht so gut, wenn ich auf Notizblock gucke, während ich fahre, oder? Nee, geht nicht mal. Ich kann nicht drücken. Klappe. Diese Straßen gehören mir. Jetzt wünsche ich mir irgendwie wirklich, ich würde GTA spielen. Beep, 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 beep. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. Two out of every three crimes are done on... Er will mir keinen Tipp geben, solange er labert. Danke, danach habe ich gefragt. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Turn left when you can. Links abbiegen, sobald ich kann. Okay, wahrscheinlich will er mich auf die Brücke haben. Kann ich nachvollziehen. Das kriegen wir aber hin. Lady! Ich weiß ja nicht, ob sie ein Blechschaden sind, wenn ich drauf zuhalten würde, aber... Ich glaube, ich kann mir ein Opfer heute noch leisten. Wie war das? Jeder Präsident hat ein Opfer frei? Dann werde ich das sicherlich eins im Jahr haben oder so. Go left just now. Yep, und... Komme ich hier auf die Brücke, oder? Left here. Ah, ne, so. Ah, hier war die Brücke. Okay, habe ich. Entschuldigung, das Apartment, was genau stimmt damit nicht oder eben doch? Existiert es überhaupt? Es muss in Bielefeld sein. Das heißt, in Bielefeld wurden nur Schrödingers? Das ist ein interessanter Grundgedanke, würde ich mal sagen. Wenn ich auf Beifahrereinseite, dann musst du nicht selber fahren. Ich bin doch gerade eben auf der Beifahrerseite eingestiegen und ich meine, ich habe mich automatisch auf den Fahrersitz gesetzt, nachdem ich das Ziel ausgewählt hatte. Oder irre ich mich gerade? Na gut. Ja genau, was ist Bielefeld? Ich weiß es nicht. Das ist so eine komische Eingebung. Habe ich direkt wieder vergessen. Go straight. Jo, einfach geradeaus zuhalten. Guten Abend, Matze! Und die Frage ist, wo hält automatisch an? Sogar Verkreuzung. Sehr gut. Wir brauchen nicht mehr irgendwie am Straßenrand anhalten. Gute Zielführung. Finde ich toll. Moxleys. Schöner Name. Ich bin nicht mal auf deiner Straßenseite, Kollege. Also, ihr könnt gerne hupen, aber nicht, weil ich die Straße überqueren will. Geschweige denn, da ist die Ampel, die habt ihr auch gesehen, oder? Ich sollte Verkehrspolizist werden. Jeder, der eine 10 würfelt, darf erstmal 100 Euro abdrücken, würde ich sagen. Halte Tür, einen goldenen Türgriff, kannst du dann durchgehen. Ah, okay. Dann ist die wohl die hier. Das sind aber nur so ganz kleine Nuancen, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich ein auffälliger Türgriff oder so. Ist einfach nur gelb. Suche einen Briefkasten, Apartmentnummer einer verdächtigen Person rauszufinden. Interesting. Schröder. Schröder, Apartment 2. Okay. Deine Tage sind oder sind nicht gezählt, Schrödinger. Wir kommen dich holen. Ich sollte schon mal meine Waffe bereit machen. Stehen irgendwo auch Zahlen dran? Ah, ja, hier stehen Zahlen dran. Sehr gut. What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. Oh, wehrt sich. Okay, okay, okay. Links um zu schlagen. Okay.
Bam! That was a very bad move, Schroeder. Oh, Baby, das könnte mir Spaß machen. Kumi ging ja zu packen. Verdammt, ich habe unten wieder auf Dinge. Nein! Ich muss Vollbild einstellen, Leute, sorry. Ey, ich habe doch gedrückt. Ah, da war er. Okay, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen unintuitiv. Rechte Maustaste gedrückt halten und gleichzeitig andere Tasten drücken, muss ich mich gewöhnen. Wo ist mein Hut? Niemals den Hut vergessen. Untersuchungsmelodie spielt, wenn du einen Tatort oder eine interessante Stelle betrittst. Das ist gut! Schauplätze gar nicht untersuchen. So, er hat die Schublade angesehen, auf jeden Fall. Und da ist irgendwas Nettes drin. Okay. Ein Datum jeweils mit einem Namen dran. Ich sehe keinen Schroeder und eine Zahl unterstrichen dahinter. Schroeders Notizbuch. List of names in a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. I'm all for the schlongs. Officer Phelps, badge 1247, requesting. Ich habe ein Buch untersucht und deswegen ist es alles abgebrochen. Das finde ich aber nicht fair, Leute. Karon, ich steige ins Auto, sobald ich keine Hinweise mehr finde. Und wenn das Ding irgendwo auf dem Dach liegt und ich habe das Pech und finde es nicht, dann ist Pech. So wird's laufen. Jonah fürs nächste Mal, merke ich mir. Okay, du bist ein Verbrecher, du bist ein Verbrecher. Der ist definitiv ein Verbrecher, der im weißen Helm, der sieht sich zu viel um. Verbrecher, ja, auf meiner Liste. Verbrecher, Verbrecher. You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three and of you too, bitch. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Bye bye. If you want to fight, do it. I hope you die. Ich hasse solche Spaten. Armed and dangerous. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Palookaville. It could only ever end one way. All units at 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan. 1415 West 3rd Street. Unit to handle, identify code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised suspects are armed and dangerous. Bin ich auch, macht nix. 14 Adam on route. Wuhu! Endlich mal Vollgas. Räuber überwältigen. Die Skybox könnte noch ein bisschen Arbeit vertragen, habe ich das Gefühl. Aber okay, das hat Zeit für später. Nee, und ich bin natürlich genau dran vorbeigefahren. Aber, na, ich drehe mal über um. Moment. Moment, Leute, tschüss! Oh, no, 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 you did not just do that! Yes, I did that! Okay, ich hätte auch weiterfahren können. Ist nicht schlimm, wir finden uns schon unseren Weg. Hier irgendwo durch die Anlage. Ich habe den Vogel auch nicht überfahren. Hat keiner gesehen. Ich bin aber eigentlich fast da, würde ich sagen. Na gut, dann fahren wir hier noch einmal rum. Wir überraschen sie von hinten, Leute. Glaube ich. Boah, komm schon. Muss ich wirklich von der Hauptstraße ranfahren? Das sieht eher so aus, als müsste ich von hier ran.
Hör auf zu hupen. Geht auch. Ups, Alter. Der Laster steht da sehr gut. Kofferraum öffnen, Waffe rauszunehmen. Ja, ich habe links eigentlich gedrückt gehabt und ich habe eine Waffe, okay. Verdächtige Personen haben ein rotes Symbol drauf, okay. Gut zu wissen. Ja, einer ist noch weiter links, aber ich sehe kaum was. Da ist einer. Haha. Und der andere da drüben, da komme ich schlecht dran. Wir überraschen sie mit der Sirene. Abe, du weißt, wie das läuft. Und ich kann auch nicht. Okay. Oh, die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Drücke. Was soll das für eine Taste sein? Links Control, oh mein Gott. Heiliger. Noch habe ich nichts kaputt gemacht. Siehst du, Leafly glaubt an mich. Noch. Noch. Genau, geh mal eine andere Deckung. Ich bin hier wichtiger. Ich treffe wenigstens irgendwas, hoffe ich. Na komm, Kopf raus. Genau. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. Oh je, ein Banküberfall oder was ist das hier? Put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance. Not a fucking chance, copper. You come any closer? Kill a cop, and it's the electric chair. Kommt den elektrischen Stuhl, mehr auch nicht. Ich habe schon eine Schrotflinte in der Hand, oder? Ich habe so das Gefühl, ich ziele mit dem Ding doch ein bisschen sehr genau teilweise, wie die Flugbahn der Pistolen gut aussieht. Na gut, dann warten wir mal ganz kurz. Versuchen dann hineinzugehen. Und dann kommt er aus der Deckung heraus. Stay in cover. Jetzt fangen wir schon mit den Thompson-Maschinenpistolen an, wie es aussieht. Und unser Partner hat erstaunlicherweise mal was getroffen. Erstaunlich. Unser Partner hat den letzten Typen auch getroffen. Er ist kein Sturmtruppler. It's okay, Ralph. You did well in there. I'm glad you have my back. Man couldn't ask for a better partner. Genau, du hast einen Typen getötet, nicht die anderen. Das ist echte Teamarbeit, Leute. Matze, ich glaube, vom Aussehen her war es eine Pump-Action-Shotgun. Comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive at first, Cole. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer Syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Ja, hast du doch den Typen vorhin gehört? Alle in den Bus eingestiegen sind, die dürfen sterben. Das ist nicht meine Schuld. Er hat den Bus bestellt. Pff, was kann ich dafür? Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, who wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Was irgendwie nicht zusammenpasst. Well, it's a shame you don't like to talk about it, Cole. Ralph, friends who want to stay friends don't discuss religion or politics. And in my case, you can add the war to that. I know. Fair that point. Mom. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Wendell Bowers, stop! LAPD! You can go screw yourself. Der Typ ist verdächtig, weil er uns über den Weg gelaufen ist. Finde ich gut. Einmal drauf zurennen, klettere ich drüber. Finde ich interessant. Nein. Polizei hat Vorfahrt. Ihr habt Juna gehört. Bowers, hold it right there.
Ich wollte gerade sagen, du willst uns nicht überfahren, oder? Das Schöne ist, ich bin zu langsam, um ihn am Fuß zu packen, weil das Spiel diese Funktion gar nicht eingebaut hat. Und wir rennen im Kreis. Give it up, Wendell. Stay the hell away from me. Jetzt könnte ich hier sitzen. Ich könnte ihn am Fuß packen. Au. Okay, ich könnte doch nicht am Fuß packen. Vergiss das. Was sie immer für eine Wortlaut benutzen. Ich dachte, wir sind hier in den 50ern. Da hatten die Leute doch sicherlich ein nicht so loses Mundwerk, oder? Oder irre ich mich? Upsala. Deswegen verfolge ich dich doch. Du musst mehr Zeit absetzen. Du hast sicherlich irgendwas angestellt. Ich kenne dich doch. Seit ungefähr 2 Minuten kenne ich dich. Und ich weiß, du bist schuldig. Du bist nicht in den Bus gestiegen. Oh, das wird dir aber nicht viel helfen, mein Lieber. Ja, es ist... Also dieses Kämpfen mit der, mit den Tasten hier ist nicht allzu... schwierig. Man muss nur die richtigen Momente abpassen. Solche zum Beispiel. Juna, der war für dich. Ja, den Hut noch auf, Leafly hat keiner gesehen. You can make it up to him in 10 years time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work, Cole. You run track in high school? Weswegen haben wir jetzt nochmal verhaftet? Kann mir das bitte einer erklären? Hallo? Flashback time. Part of the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Yeah, ich bin dran. Esprit de Corps. Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership. Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Oh, Kelso. Kelso. Ganz schlecht, Junge. Ganz schlecht. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in the schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Kelso. Ganz schlecht, Junge, ganz schlecht. Buyer beware. Kauf auf eigene Gefahr. For every cop, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solved that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get-up-and-go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. This could be the one, Cole. Okay, Zeit, ein Star zu werden. Wahrscheinlich hat er gegen die Auflagen verstoßen von der Bewährung. LAPD, could you stand clear of the body, please? Has anyone called an ambulance? We've called an ambulance and the police, but I'm afraid he's dead. Hey, Alan Harper! Okay, stand further back and move along. It's your choice, but make it quick, people. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. Your first reporting, then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Is somebody gonna tell us what the hell is going on? Okay. Broad daylight. Crowded street. Erstmal die Leiche anfassen, finde ich gut. Everybody stay back, let us do our job. Okay, was hast du in deinen Taschen? Wie viel Geld hast du dabei? Ein Bankbescheid oder sowas. Adresse? Zahlungen, die gemacht wurden? Das scheint sowas wie ein Kontoauszug zu sein. Retail Price? Total. $52, irgendwas 50. Ah! Ich glaube, er hat Ohrringe an die Bank verkauft. Genau, Perlenohrringe, Verkaufspreis, Steuer, bla bla bla. Getätigte Zahlungen, Layway, Ratenzahlungsbeleg. Merchandise not fully paid. Layway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Okay.
Was haben wir noch, liebe Maus? Blut aus dem Mund. Wie weit kann ich das Genick rüberbringen? Ich weiß nicht. Moment. Das Spiel gibt mir irgendwie gerade nicht so wirklich die Option. Meine Maus ist leider schon unten im Bildschirm. Leute, ich muss gleich mal neu laden und... Wartet mal. Das war ja gerade ein Checkpoint. Nehmt es mir gerne krumm, Leute, aber... ich werde mal ganz kurz das Spiel neu starten. Einfach weil das geht nicht klar mit der Maus gerade. Überhaupt nicht. Moment. Ein Moment. Ich hatte gehofft, ich könnte es im Felsenstar-Modus spielen, aber leider ist dieses Spiel nicht in der Lage, die Maus dabei zu fangen. Deswegen müssen wir den Windowed-Befehl im Launcher wieder rausnehmen und die mal auf Vollbild laufen lassen. Es kann sein, dass ich jetzt gleich nochmal Einstellungen machen muss in OBS. Also nicht wundern, wenn hier alles verstellt wird. Chips mit Bananengeschmack schmecken. Ich mag Bananen und ich mag Chips. Und ich mag auch Bananenchips im Sinne von getrocknete Bananen, die aussehen wie Chips. Aber Chips mit Bananengeschmack wäre neu für mich. So, und jetzt kannst du... Hey, Spiel, Vollbild. Danke, bitte. Danke. Sehr gut. Einen merkwürdigen Geschmack. Zu süß, die Banane. Wahrscheinlich chemischer Geschmack, oder, Neko? Könnte ich mir gut vorstellen. Sehr gut. Wo waren wir? Kauf auf eigene Gefahr. Schönes Auto für den Ladebildschirm. Everybody stay back. Let us do our job. Oh, ich glaube, die Helligkeit hat sich wieder umgestellt. Moment. Das sieht nicht ganz korrekt aus. Nee, gar nicht mal. Das ist bei euch auch ein bisschen düsterer vom Gefühl her, oder kommt mir das nur so vor? Also der Rücken von ihm sah vorher mit ein bisschen farbiger aus, für meinen Geschmack. Okay. Ansonsten gucke ich für den nächsten Stream, dass die Grafikoptionen etwas besser sind. So, wo waren wir? Ich muss nochmal den Bankbescheid aus der Tasche gleich rausholen. Kann den Kopf nicht viel weiter drehen. Abgesehen, dass die Sache ist, die Blutspur da, die aus seinem Mund kommt. Dann die Tasche nochmal für den Verkaufsbeleg. Okay. C. Galetta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Mit Banane statt Erdnuss, eindeutig künstlich. Jupp, glaube ich, glaub ich sofort und gerne. Okay, linke Seite, andere Hemdtasche, ist nichts drin. Was haben wir denn da? Was will das Spiel von mir hier? Hat er irgendwas in der Hand? Nein, hat er nicht. Spiel, du gibst mir zu viele Optionen, das macht mich stutzig. Es ist ein toter Mann. Sehr gut. Spiel, danke, dass du mir das mitteilst. Die Steuerung ist... Moment. Kann ich das mit WASD machen? Ja, okay. Ah, ich glaube, ich verstehe, was gerade mein Problem ist. Das Hupen müsste laut genug gewesen sein, Delo, hoffe ich. Gut, die Taschen hatte ich gerade. Und der letzte Punkt ist da oben. Okay. Wir brauchen Hinweise. Da drüben glänzt irgendetwas. Er steigt über der Leiche drüber. Das sieht zumindest schon mal richtig schön authentisch aus. Kugeln. Shell casings. These look like 32s. Es gibt irgendwann als Erdbeeren. Künstliche Erdbeeren sind nice. Ja, das geht eigentlich. Okay. Nein, ich wollte nicht nochmal den Körper untersuchen. Entschuldigt, bitte. Ja, die Kugeln habe ich auch schon gefunden, mein Lieber. Danke. Und dann brauche ich ihn nochmal angucken. Die Sprache war vielleicht ein bisschen leise, weil der Kollege, glaube ich, nicht ganz in meiner Nähe stand. Wir werden es gleich nochmal merken, wenn ich hier mit Zeugen rede. Wir nehmen erstmal Alan Harper, würde ich sagen. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring.
I saw a girl run at the shoe store. You want to take a look around now? The witness can wait, Cole. We've got the perimeter. Zeugen können warten, ja, aber ich will da noch mal reingehen und schauen, wer hier We should make sure we've checked the whole crime scene before questioning the witness. Neue Spuren und Beweise für Verhörer. Okay, was könnte noch sein? Unser Auto. Das ist ein ziemlich krasser Hinweis. Da drüben eine Ecke. Ich kann gerade nicht laufen. Das sind wahrscheinlich wieder die Patronen, die auf dem Boden liegen. Die ich nicht mal mehr sehen kann, muss ich sagen. Also dieses Lupensymbol ist in der Ecke ein bisschen zu klein. This is a secure area. You all need to leave. Haben die anderen Herrschaften noch was zu sagen? Keine Ahnung. Das ist nicht gerade angenehm hier, diese ganze Sache. Ich glaube, bei der Leiche habe ich nichts vergessen, oder? Nein. Tasche, Tasche, Arm. Arm und Arm. Will er irgendwas bei dem Kopf haben von mir? Wie gesagt. Ich sollte mich angewöhnen, das mit WASD zu machen. Don't you people have anything better to do? No, I don't. Charon, ich muss erstmal Dinge sehen können. Die sind nämlich überhaupt nicht gut zu sehen. Ja, hatte ich Delo. Meine ich zumindest. Ich kann gerne nochmal schauen. Aber ich meine, ich habe andere Tasche auch untersucht gehabt. Da war der Schein drin, den hatten wir ja schon. Ich kann mir nachher mal mein Notizbuch ansehen, ob da noch irgendwas Interessantes da drin ist. Andere Tasche ist nichts. Hat er nämlich direkt wieder zugemacht gehabt. Und die beiden Arme waren auch uninteressant. Er hat nichts in den Händen gehalten oder irgendwelche Wunden da dran. Also ich gehe mal davon aus, das war's. Der Briefkasten ist etwas auffällig. Warum kann ich nicht sprinten? Aha, jetzt könnte ich sprinten. Ah, die Waffe. Den Fall kennst du nicht. Okay, dafür hast du gerade die Waffe gefunden, mein Lieber. Oh, komm schon. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run by a gun store. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. Deswegen war die Stimme gerade so leise, weil der Typ, der mir das gesagt hat, glaube ich, der ist, der da hinten steht. Also nicht wundern, wenn die Stimmen teilweise ein bisschen leise sind. Und ich meine, die Stimmen sind schon auf voller Lautstärke. Sound. Ja, Dialoge sind schon voll aufgedreht. Ich kann, wenn nur OBS noch ein Tickchen lauter drehen. Maybe. Warten wir noch ein bisschen. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. And if you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. Oh, don't schade. Don't accuse her of anything without proof. Lawyers love that shit. And if you're sure she's straight up, try the general approach. See what you can coax out of her. Think talk is cheap. Try hiring a lawyer. Ja, ich habe dich verstanden, Charon, nach dem dritten Mal. Danke. Mülltonne haben wir untersucht gehabt. Ich tippe einfach mal, ich soll mich nur in diesem Perimeter hier aufhalten. Das Einzige, was noch übrig bleibt, ist die Parkuhr. Ich hoffe mal, dass es nicht die ist. Nein. Dann gehen wir mal rein und fragen die Dame. Oder vielleicht finde ich ja hier im Eingang des Schuhgeschäfts noch irgendetwas Interessantes. Das könnte auch noch möglich sein. Obwohl ich es bezweifle. Nein, sieht nicht so aus. Can I help you, sir? Ja, natürlich. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss. Mr. Gage. Mr. Gage's okay. First. Warte mal ganz kurz. Ich stelle OBS ein bisschen lauter, weil es sieht aus, als wäre es ein Tick zu leise. Und danach muss ich dann halt die anderen Sounds leiser stellen, wenn es braucht. Wenn wir es brauchen. Everett. And you are. Galleta. Clovis. Nam Gray. Wird ja richtig voll hier heute Abend, das freut mich doch. Zeuginformationen werden links eingetragen. Schuhverkäuferin, Augenzeugen des Mordes und Everett an Everett Gage, okay. Augenzeugenbericht. You think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch.
I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Wenn du glaubst, eine Lüge wäre Lüge, um eine Zeugen Lüge zu beschuldigen, musst du einen Beweis vorlegen. Ja. Drei um den Zeugen Lüge. Drei? Also jetzt kann ich das auswählen. Ich wollte gerade sagen, okay. Sie hat ein bisschen zu viel sich umgesehen. Ich glaube, sie hat Details dazu gedacht. Und ihre Augen zucken gerade so komisch. What the fuck? Leute, können wir es einen Moment lang beobachten gerade? Moment, Moment. Ja, ja, auf den Boden und zur Seite und, ja, ja, und an die Decke und wieder Boden. Und da liegt ein Kaugummi und, oh, an der Decke, oh, 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 und wieder zum Eingang zurück und rechts, links und, oh, oh mein Gott. Leute, nein. Also ich kann es anzweifeln. Schießerei auf offener Straße, tödlicher Ausgang. Blick für Perlenohrringe. Patronenhülsen, Browning-Pistole. Ratenzahlungsbeleg ausgestellt von der Bank. Okay. Ich kann es mal anzweifeln. Ich glaube, sie hat ihn ein bisschen angeflunkert, weil sie zu lange überlegt hat. Aber es könnte auch Nervosität sein. I'm having a hard time believing that, young lady. Do you want to be taken to a police cell? You're hardly any older than me. Don't you dare talk to me that way. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I will take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Pech gehabt. We have the murder weapon? No murderer. Girl saw it all, but she clammed up on it. We could trace the gun. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Fahren wir mal zum Waffenladen rüber. Ich finde, siehst du da ein Zeichen dafür, dass der Mensch etwas ausdenkt, lügt. Aha, okay. Achso, E-Taste war ja einsteigen. Genau. Dann fahren wir doch mal dahin. What did I tell you about going too hard on the witness? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. Du hast vorher noch gesagt gehabt, ich soll hart bei ihr rangehen. Willst du mich verarschen, Junge? Murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside manner. Danke, wir sind alles auf meiner Seite. Darkness, das ist eine sehr gute Frage, aber ich habe die magische Fähigkeit des Ignorierens. Das ist der Vorteil bei der ganzen Sache. Ich kann mir fast schon denken, wie die Stadt ein bisschen aufgebaut ist. Man kennt diese... Wow, ist die Karre mobil. Gute Kurvenlage, gute Kurvenlage. So, hier wollten wir hin. Ja, es wäre schön, wenn irgendwann mal... I think you're actually aiming for these people. Massiv, Leistungsbericht, ja. Von mir aus. Bekomme ich jetzt einen Ladescreen oder nicht? Willst du mir jetzt wirklich sagen? Wow, Zentimeter daneben. Danke, Spiel. Da überfahre ich Leute, deswegen einen Zentimeter. Da. Officers, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir. Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? F.N. Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Callu. Edgar Callu was his name. Thing looks like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. And he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Callu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help.
Okidoki, dann testen wir mal den aus. Also unser Herr hier ist aber ziemlich langsam, wenn es ums Laufen geht. So, ich steige in die Beifahrerseite ein und rutsche automatisch gerade auf den Fahrersitz. Ich möchte es nur nochmal festhalten. Vielleicht muss ich die Taste gedrückt halten. Das war, glaube ich, auch in den GTA-Spielen so, wenn man gedrückt das E hält, dass man bei Taxis nämlich einsteigt und nicht versucht, es zu klauen. Okay, dann fahren wir mal. Ist ja gar nicht mal so weit weg hier. Kein Wunder, dass sich der Kerl daran erinnern kann. Ist ja fast schon in der Nachbarschaft. Upsala. Leute, zwingt mich nicht dazu, die Sirene einzuschalten. Ich will eigentlich ohne Sirene hier halbwegs normale Streifen fahren können. Juwelier Hartfield, 2.36 Uhr nachmittags. Wenn doch nur alle Mordfälle so einfach wären. Officer, can I interest you in a new watch? Klar. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Das ist Kalu. Son of a bitch! Was ist das? Cole, go! Hurry, Officer! He's getting away! Halt die Klappe, du Dreckswichser! Scheiß Lügner, ey! Er ist da nach rechts abgebogen! Ja, Kalu, get back here! Bin eine recht richtige Person und ziehe mit Bla. Kann ich machen, aber ich will ein klares Schussfeld haben. Stop or I will shoot. Es war nur ein Warnschuss. Wären es beiden gewesen, wäre alles okay gewesen. You're under arrest for the murder of Everett Gage. Lächeln. What the fuck? The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. Nein, ich werde heute Nacht gut schlafen, glaube ich. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle. I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Nope. It takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Nope. Yes, sir. I think I am. Hey. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence. And best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. Unser Chef ist cool drauf. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Ich werde so lange auf ihn einprügeln, bis er gesteht. Das kriege ich hin. Habe ich in den Mini-Kämpfen auch schon so gemacht. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Okay, Mordgeständnis erlangen. Jederzeit beim Verhör die Option Beweise durchgehen wählen. Okay. Schlüssel dazu, Falschaussagen zu entkräften, die Wahrheit herauszufinden. Interesting. Behalte beim Verhör deine Beweise im Gedächtnis und Falschaussagen zu identifizieren. Jo. Jemand mit einem falschen Beweis beschuldigt, leidet deine Glaubwürdigkeit und der Zeuge wird unkooperativer. Hm. Browning, bla bla bla, Browning Pistole. Ratenzahlungsbeleg. Okay, gehen wir es erstmal der Reihe nach durch. Ich weiß noch nicht, wo ich anfangen sollte, von daher Schießerei.
Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? Achso, ich kann hier, also ich soll nicht das einzeln aneinander abfragen, sondern ich kann jetzt erstmal gucken, was ist der Stand der Dinge und was will ich aus ihm rausquetschen, was ich im Hinterkopf behalten sollte. Ich habe also den Beleg für die Perlenohrringe ausgestellt von der Bank. Und der Kerl hat angeblich die Waffe in den Mülleimer geschmissen, wobei wir die Waffe klar ihm zuordnen konnten anhand der Seriennummer. Und die Dame im Laden, das müsste eigentlich auch irgendwo noch hier stehen, oder? Fragenschießerei, Umsetzung kommst du nicht klar, okay. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Behutsamer Einsatz von Intuition kann zum Durchbrüchen bei Befragungen und Verhören führen. Ja, ich kann es gerne anzweifeln, aber was bringt mir das jetzt gerade? Er hat nur gesagt, er ist nicht schuld. Gut, ich könnte ihn auf seine Waffe ansprechen und dass die ihm zuzuordnen ist. Das ist wohl noch am logischsten. Die Sache ist, ob er gesehen wurde, ne? Das wäre so der Punkt, wo ich mir denke, entweder jetzt Intuition mal einsetzen, um auszuprobieren, wie es funktioniert, oder anzweifeln allgemein wieder. Na gut, Charon, ich gehe ausnahmsweise mal, da wir noch am Anfang sind, mal mit Charons Intuition, weil dann kann ich nämlich sagen, er ist schuld. You deny owning a Browning pistol. Serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Years ago ist totaler Quatsch. Schlüssel dazu, Faltaussagen, bla bla bla, Mordwaffe gewartet. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? Yup. It's amazing what the Nebbishes will recall when it suits them. Mögliches religiöses Motiv. Okay. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America, it's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Warum sollte er Juden hassen? Danke, Charon. Jetzt weiß ich, wie Haken funktionieren. Übertreib's nicht. Warum Juden? Rassistisch bedingte Feindschaft zwischen Kalu und Gage. Hier nehme ich mal die Intuition. Das ist ein I anscheinend, ne? Antwort entfernen, Auswahl, Antwortmöglichkeiten zu reduzieren. Okay, aktueller Rang. Butter Einsatz für Intuition kann Durchbrüchen bei Feuerwehr machen. 99,4 der Spieler wählten die richtige Antwort, nachdem sie einen Intuitionspunkt für diese Frage eingesetzt haben. Okay, 99,4. Welchem Teil werde ich angehören? Ach, ich hasse diesen blöden Social Club. Aktueller Rang, ein Punkt, kostet jeweils einen Punkt. Community-Fragen? Okay. Spielen wir Günther Jauch, Leute? Sollen wir den 50-50-Joker nehmen? Oder wollen wir die Community befragen? Oder, offenbar, was wir nicht machen können, alle Hinweise anzeigen. Also, welcher Publikums-Joker darf es denn heute sein? Ja, gut. Was passiert eigentlich, wenn ich Community frage? Bekomme ich dann die beliebteste Community-Antwort angezeigt? Oder wie ist das? Antwort entfernen ist mir, bringt mir, glaube ich, gar nicht. Ich will es mal wissen, wie das funktioniert. Community-Fragen. Zack. Anzweifeln wäre ja richtig. 100%. Uki. You left-wing-leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher. You and that stoop Gage. Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake. The jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir.
Okay. Ja, ich kann verstehen, warum das mit dem Verhören nicht jedermanns Sache sein könnte. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Ich hätte einfach die ganze Zeit Wahrheit sagen sollen, dann wäre das Spiel vorbei gewesen. Get yourself two suits, get them pressed. You'll be needing them. Einen haben wir schon. Aber der steht mir sowieso nicht, von daher kannst du ihn auch gerne haben, Phelps. Los Angeles Police Department, Tauglichkeitsbericht des Officers. Officer zeigt solide Ermittlungsmethodik, Befähigung an der Dienstwaffe, höchste physische Leistungsstärke und ausgeprägte Verhörinstinkte. Bestanden. Leistung eine Beförderung verdienen. Mach dich bereit für eine Versetzung. Verdammt. Kein Streifendienst mehr. The Driver's Seat. Ist unser Gesicht auf dem Poster? Mann, wir sind jetzt schon berühmt geworden durch den einen Fall. Geil. Ah ja, der klassische Anzug. Hello, Chief. Here's your new desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Berkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation. In einem Monat ist ja schon die Geburt. Was, LeBraun? Achso, 8 Monate, 9 Monate. Hallo LeBraun, danke dafür. Ach du Scheiße. Wir haben den Player gefunden, Leute. Mit dem Gesichtsausdruck. Roy Earl. Roy Earl. They all dress like movie stars. Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of LA is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. Okay, wir haben den etwas von sich selbst eingenommenen Cop, den angeberischen Cop, den Ignorierer Cop, alle Cops sind da. For Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with That's you, sir. That's an order, Phelps. Ooh. Shh, quiet, everybody. Oh ja, Polizisten sind immer alle so drauf, wir wissen's. Serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why you war heroes always so modest? I partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside now. I'm gonna start you out with one case. Do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Okay, Chef. Come on, Phelps. Okay. Güterbahnhof untersuchen. Ja, dir steht der Anzug. Irgendwie nicht so ganz. Irgendwie fehlt dem Protagonisten noch so irgendwie so ein kleines Kinkerlitzchen, habe ich das Gefühl. They really pushed you through quick, didn't they? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. Ups, und ich gehe in die falsche Richtung. Upsi. Ja, gut, los. Ja, ich habe leider keinen Filzhut da, LeBraun. Und die Pfeife würde, glaube ich, nicht passen. Darum geht es ja nicht bei dem Aussehen in diesem Spiel hier, in dieser Jahreszahl. Leute, ich kann mir einen Hut nicht aus dem Hut zaubern, leider. Genau, mach die zweite Tür auch noch auf. You know this place? Sure. Near the old gasworks and signal depot in the warehouse district. I'll direct. Ha, Radiomusik, endlich! Darauf haben noch alle gewartet. Nee, ich hab Wortwart. All units,
reports of 459 just occurred at 6 in Saris. Tell me a little about yourself, Phelps. Are we friends now, Bukowski? We have to work together. Don't be so touchy. I grew up in San Francisco. My father was in shipping. Ich habe übrigens linke Maustaste gedrückt und es ist nichts passiert. Stanford, did 2 years ROTC before Marine OCS at Camp Elliott. Shipped out in early 45 as a first lieutenant. Fought in the Okinawa campaign. I was wounded, shipped back home. Did a year on the beat. Now I'm here. So you won the Silver Star. I don't want to talk about it. And let me get this straight. You single... You're gonna kill someone! Das war nicht meine Schuld, er ist mir in die Seite reingefahren. Ihr habt es alle gesehen. Und wenigstens hat der Typ ja nicht aufgehört zu labern. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. No. No. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. Finished? Ja, das war mir auch schon eine ganze Zeit. The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Bukowski. What did you do? I kept the streets of L.A. safe for the people. Ah, moment. All units of 459 just occurred at 6th and Saris. Any unit to handle, code 2, identified. 11 King, go ahead, KGPL. 11 King, wow. 459 suspect. Das war definitiv Blechschaden, aber nicht meiner. Mask Gunman, was geht da rüber? Roof officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Danke, wir haben auch Waffen. Alles okay. Guter Schütze! Bang! Lass ihn durchlaufen. Richtige Person überwältigen. Okay. Ja, wo ist der Kerl jetzt? Da vorne unter mir. In dem Auto? Sehr schön, ich bin... was? Entschuldige bitte mal, aber ich kletter aufs Dach. Der Typ ist nicht da. Kann ich den Fall nochmal? Entschuldige, das war jetzt gerade aber ein bisschen so blöde. Ja, ich will da nochmal hinfahren. Ich habe gesehen, dass der, glaube ich, dadurch eine Etage tiefer war. Vielleicht sind meine Steam-Probleme... Oh, Mellys Steam-Probleme sind bald gelöst. Das wäre natürlich sehr nice. Neuer Laptop, Melly, oder wie kommt's? Oder jemanden gefunden, der da helfen könnte. Okay, das überspringen. Nein, nicht wirklich. Scheint nicht so, nein. So, der Kerl sitzt da oben. Ich laufe, ich zeige auf ihn zu. Er war links von mir. So, ich bin dabei. Derselben Höhe, wie ich gerade gewesen. Get the hell away from me. Ah. Ach, er ist hier runtergeklettert in dem Moment. Hi. Okay, das erklärt's. Das erklärt's. Hurry, you can still catch him. Ihr seid sehr hilfreich bei der bei dem Festnehmen, wisst ihr das? Blöde ist, also für mich ist die Beleuchtung gerade irgendwie nicht so prall, habe ich das Gefühl. Jetzt habe ich aber klare Schussfeld eigentlich. Lass mich raten, ich soll den Typen nicht erschießen, sondern eigentlich nur festnehmen. Aber er hat auf mich geschossen. Also was zählt das jetzt? Yes! Tot. Habe ich gut gemacht, oder? Ich hatte nicht dieses Symbol mit... Was, war ein bisschen abgeschlossen? Okay, 1 von 40 hat gezählt. Ich bin zufrieden. Fangen ist ein Aufstieg, Belohnung, ein Isolationspunkt. Ja, darf ich? Darf ich? Ja, hallo? Hallo? Wenn du, wenn du mich fahren lassen willst, dann genau, rück doch einfach weiter. Okay. Der Schieß ist meistens falsch. Really, Raron? I wouldn't have guessed.
Aber ich hatte nicht diesen Zielkreis gerade eben. Von wegen Warnschuss und so weiter. Geschweige denn, er hat schon auf uns geballert. Und es war erfolgreich. Und ich habe Belohnung dafür bekommen. Selbst wenn ich ihn hätte festnehmen sollen. Na, an ihn rangehen, bis er mich erschießt, oder was? Hat Tutorial mir nicht verraten, Fahrer, und Pech gehabt. Wenn das Spiel es mir nicht erklärt, dann schieße ich halt. Ganz einfach. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stiff. Just give them your story and you'll be all right. Kann sein, Darkness, yep. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and... we'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Dann lass mich mal machen, Kollege. Ja, Pinkbeam muss ich gerade ein bisschen erholen. Ich habe jemanden erschossen. Das fand er offenbar nicht so schön. Merken wir es für später. Hallo, mein Freund. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Intention, Hinweise zu suchen. How long you gonna keep me here, sir? I better get back to work, sir. Die Seite hier kann ich nicht untersuchen, aber den Kofferraum. Daran dürfte nichts sein. Das hätte mich auch gewundert, aber der Zettel da drüben. Was haben wir hier? MRF. Mr. F. Morgan. Lifehawk 320. Lebendes Schlachtschwein. Mr. F. Morgan picked up a live pig yesterday? Okay. Hm. Ist interessant, wie nur zwei Dinge im Kofferraum drin liegen, weil wir genau diese zwei Dinge untersuchen können. Zufall. Oh, baby. Hm. Victim looks to have lost a lot of blood. Ja, so kann man es auch sagen. Hast du was gefunden da drüben? Ja, liegt noch ein Beweis. What do we have here? Führerschein. Adrian Black, 620 Bunker Hill Avenue, Downtown. Weiß, männlich, 32, 1,73 groß, blaue Augen, blaue Haare und so weiter. Gut. 32 years old, married. Sounds like an average guy. What was he doing out here? Nicht so unbedingt seine Gegend anscheinend. Und da haben wir ein Foto von ihm und seiner Frau, die eine sehr interessante Frisur trägt. Happier times, I guess. Das hat so noch so ein bisschen farmer Aussehen, aber... Huh. Dem sind die Ketchupflaschen explodiert und wäscht sich gerade alles ab. Ah ja, gute Theorie, LeBron. Okay. Das ist nur eine Brille. Manipuliert, operieren, interessante Stellen, bis die Kamera am Zoom ist. Ja. Ah, doch. Oh, Stenzel. Stenzel Glasses. Home repaired by the look of it. Ja. Nasenfahrrad selbst repariert. Okay. Tasche gehört wahrscheinlich dem Gerichtsmediziner. Ansonsten gibt es hier keine weiteren Hinweise. Ah, nee, da hinten liegt noch was. Danke, dass ihr alle Hinweise markiert habt bisher. Das finde ich toll, dann brauche ich nicht lange suchen. Ein blutiges Rohr. Insta-Heat. Brandname might give us something to go on. Hmm.
Ich vermute mal, er hat das Schwein vielleicht für einen der Jungs hier gekauft. Und wurde dann erschlagen. Also das mit dem Rohr macht noch am meisten Sinn. Das Blut ist das Merkwürdige an der ganzen Sache. Aber ich wüsste nicht, warum es das Schweineblut zum Beispiel sein könnte. Es ist fast so, als wäre da drin ein Massaker passiert. Und das Auto hat keine Schäden erlitten, wie es aussieht von außen. Von daher, was auch immer das Blut da reingemacht hat, es hat nicht den Rest des Autos Schaden zugefügt. Das ist das Merkwürdige an der ganzen Sache. Ein ziemlich gutes Auto hat der Kerl auch noch gefahren. Da liegt irgendwas. Zigaretten. Doesn't give me anything to go on. Ich will mal kurz diesen Audiohinweis hören, Leute, bevor ich jetzt irgendwas anderes sage. Partner fährt. Ah, sie soll eh gedrückt halten, genau wie ich es von GTA her meinte. Ich will einmal diesen Audiohinweis hören, von dem eben gesprochen wurde. Ich glaube, dieses leichte Gebimmel, was dann passiert. Ich gehe nochmal ganz kurz zu den Sachen rüber. Ah, okay, die Musik geht hier wieder los, sobald ich hier hingehe, ja. Das meintest du auch mit dem Weggehen vom Tatort und hört die Musik auf, ja. Es gibt hier aber nur die zwei Sachen zum Untersuchen. Okay, dann kümmere ich mich mal um den Zeugen. Help me out. Have a word with the witness. It's not often we get eyeballs in a case like this. Vermute es, er hat das Schwein gekauft, geschlachtet und sein Blut im Auto verteilt, um einen Tod vorzutäuschen. Das Rohr hat er irgendwo zum Verteilen verwendet. Hat das Spiel übrigens noch nie gespielt. Es könnte sein, dass er seinen Tod vortäuschen wollte, aber dann wirklich auch ermordet wurde, zum Beispiel. Melly kann sich nicht konzentrieren, braucht Sushi. Musst du es bestellen, Melly. Wir haben da noch ein bisschen Zeit vor uns. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Okay. Wissen über Adrian Black, Inhalt des Geldbeutels, blutbeflecktes Rohr gefunden. Nate Wilkie ist aber sehr weiß da unten in der Ecke. Okay, warum waren Sie hier? Mind if I ask what you were doing out here? Well, I work for the railway. I was on my way out to the switch and reckon I'd take a shortcut. Der ist neutral, wie geht nicht mehr. Ich würde sagen, es ist okay. Ansonsten verlassenes Fahrzeug, Blutflecken, Quittung für ein lebendes Schwein. Ich habe keinen Grund, Ihnen das mal nicht zu glauben fürs Erste. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Okay, der war mal richtig. Was weißt du über Adrian Black? Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Ja, das passiert also, wenn Abo-Monate sich teilt. Moment of Realization. Danke, Abe, dafür. Das Bild ist irgendwie zu klein geworden auf einmal. Trotzdem danke. 4 Monate inzwischen in Folge, heiliger. Es mehrt sich. Das klang nicht ganz so ernst, aber was habe ich dafür für einen Beweis? Kannst du die verdächtige Person beobachten? Die Gesichtstextur hat gerade erst reingeladen. Moment, das muss man mal sehen. Textur? Oh. Okay, alles. Textur ist noch da. Moment. Und? Die ist noch da. Gut. Ja, wir haben es gesehen. Geldbeutel, Adrian Black, Nähe verlassenes Fahrzeugs gefunden. Brille wurde repariert. Blutiges Rohr. Ich
habe keinen Grund, ihm nicht zu glauben, aber es klang nicht ganz ehrlich. Ich habe noch ein paar Optionen, die danach kommen. Ja, es klang mir zu einstudiert. Do you want to tell me what you know, or do we have to take you in and loosen you up a little? Who do you think you are talking to me like that? You ought to be ashamed of yourself. Na? Okay, was war im Geldbeutel drin? Was hast du genommen? Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Ja, okay, das war definitiv eine Lüge. Definitiv eine Lüge. Ja. Oh, wie das Gesicht ausflippt auf einmal. Okay, also das Spiel tut irgendwie so ein bisschen, naja. Geldbeutel. Ich habe keine Beweise dafür, aber definitiv anzweifeln. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Maybe I checked inside that wallet. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there. Not even change. Okay.